Es läuft alles wesentlich besser in diesem Jahr als sonst die Jahre. Tja, weil wir halt einiges schon gelernt haben. Hallo und herzlich willkommen im Dschungel. So, es gibt heute ein paar kleine Updates. Es ist heiß draußen, also ich mache heute gar nichts draußen. Natürlich habe ich die Pflanzen gegossen, logischerweise. Ansonsten mehr kann ich im Moment nicht draußen machen. Es ist einfach zu heiß. So, die Schätzchen stelle ich mal an die Seite. Ich schaue uns etwas näher an. Da kommen wir als allererstes hier zu dieser Methode, wo wir am 19.8. Das Wasser aufgedüngt haben mit dem Langzeitdünger nach Angaben des Herstellers. Und ich habe jetzt nachgemessen, wir hatten letztens etwas über 200 Mikrosiemens im Wasser drin gehabt, dann habe ich den Dünger reingepackt und wir haben jetzt fast 600 Mikrosiemens, also alles noch im grünen Bereich. Auch die Pflanze entwickelt sich jetzt im oberen Bereich tatsächlich sichtbar schon besser. Auch das kann man jetzt schon beobachten. Sogar im Wurzelbereich, habe ich vorhin reingeguckt, da zeige ich jetzt aber nicht in der Aufnahme, weil das noch nicht so sichtbar ist in dem Sinne. Aber es entwickeln sich feinere Saugwurzeln mittlerweile. Auch das scheint tatsächlich wunderbar zu funktionieren, dass wir das schon mal mitnehmen können. Natürlich werde ich euch weiter auf dem Laufenden halten, wie die Pflanze hier sich entwickelt. Unser Glücksbäumchen. Oh, das ist so eine schöne Pflanze. Ich mache das mal im Haus hier. So, jetzt aber. Das nervt, das Geräusch da hinten. Aber unter dieser Beleuchtung wachsen die Pflanzen tatsächlich auch genial. Wir haben ja die Wollmispel, die japanische Wollmispel zur Aussaat gebracht. Und eine Pflanze habe ich davon in dem Sinne behalten, die jetzt also wirklich gewachsen ist. Die schauen wir uns jetzt mal gemeinsam an. Und so ein paar andere Sachen natürlich auch noch, wie sich so einiges hier entwickelt. Also Thema Dünger werde ich nicht mehr so viel erwähnen. Werde ich in späteren Zeitpunkten vielleicht nochmal erwähnen, weil das hat alles zu sehr in die Länge gezogen, finde ich. Von daher wissen wir ja eigentlich auch schon, was wir hier machen. Von daher. Okay, Wollmispel. Die japanische Wollmispel, die schauen wir uns jetzt an, denn die wächst unter diesem Licht tatsächlich genial. Das ist, ja, scheint tatsächlich für manche Pflanzen besser zu sein, ist nicht für alle Pflanzen notwendig, aber wir sehen ja, was passiert. Die japanische Wollmispel entwickelt sich im Haus tatsächlich in diesem Jahr richtig genial. Das sieht richtig hübsch aus. Diese ersten Blätter damals herausgewachsen sind, die hatten erst ein bisschen rumgezickt, auch Nährstoffmangel gehabt. Aber wir wissen ja, Nährstoffmangel kann man beheben. Das haben wir gemacht, wir haben die Pflanze gedüngt, verhalten, ganz verhalten. Ja, ganz wichtig, auch hier nicht mehr als 500 Mikrosiemens tatsächlich, allerdings im Gießwasser, das heißt also jedes Mal, wenn ich die Pflanze gieße, bekommt sie dementsprechend Nährstoffe. Ne? Allerdings übergieße ich sie nicht, sie darf auch nicht zu nass stehen, weil das wissen wir auch mittlerweile alle schon. Aber wir sehen, es funktioniert genial. Diese Pflanze wurde jetzt nur mit Voxal Universaldünger gedüngt in der Zeit. Allerdings müssen wir ein bisschen aufpassen, denn Voxal Universal enthält wenig Magnesium oder gar kein Magnesium in dem Sinne. Das ist dann abhängig auch vom Wasser, das man verwendet. Man kann da ja Zusätze zugeben, ist ja nicht das Problem. Wir haben auch den 3-Komponenten-Dünger, den wir verwenden. Den werde ich dann ab und zu mal mit hier hineingeben ins Gießwasser. Dementsprechend aber auch geringe Konzentration bei 500 Mikrosiemens etwa. Und dann tatsächlich bei jedem Gießverfahren. Aber wie gesagt, die Dünger, die wechsle ich. Momentan hatte ich nur mit Voxal Universal gedüngt. Wir sehen, die Pflanze ist wunderschön gewachsen. Allerdings, wie gesagt, Magnesium fehlt da drin, von daher müssen wir auch mal einen anderen Dünger ab und zu verwenden. Aber bisher ist es ausreichend. Sieht also richtig hübsch aus, das hatten wir letztes Jahr nicht. Letztes Jahr hatten wir nur die ersten zwei Blättchen und dann sind die Pflanzen kaputt gegangen. Wir haben die Pflanze in Kokoserde gepflanzt, gepaart mit Vulkatec-Kakteen Premium Substrat etwas, nicht so viel, etwas dementsprechend. Und das scheint tatsächlich gut zu sein. Und ganz wichtig, ich erzähle es jetzt nur, ich zeige es nicht. Wir spülen die Kokoserde, das heißt, wir lassen sie aufquellen mit Wasser und dann spülen wir sie kräftig durch, bringen sie aus und dementsprechend haben wir die Salze herausgeholt, die sowieso in der Kokoserde drin sind. Wo sie herkommen, kann man darüber rätseln oder wie auch immer, behaupten kann ich nichts, weil ich es nicht weiß. Vermuten kann man es und von daher ist es wichtig, die Kokoserde grundsätzlich durchzuspülen. Gegebenenfalls am besten einmal messen, dass es vorher schon weiß, denn es sollte nicht viel drin sein. Insbesondere bei Pflanzen, Jungpflanzen, die man einpflanzt oder dergleichen, sind diese Salze tatsächlich schädlich. Also es ist ungefähr so, als wenn du Salzstreuer nimmst und da Salz mit reinpackst. Ist nicht so der Burner. Okay, aber das wissen wir ja schon. So, dann schauen wir uns jetzt nicht den Dünger an, sondern unser Glücksbäumchen, das wir damit aufgedüngt haben, beziehungsweise das Wasser da drin aufgedüngt haben. Um mal zu sehen, wie die Pflanze sich jetzt entwickelt. Oh, ich muss mal kurz rüberschwenken hier zum Tisch. Hier steht der Baobab. Guck dir das mal an. Der will mich veräppeln. Heute Morgen waren diese Blättchen hier ganz klein. So klein wie dieses Blättchen hier. Und ich gucke gerade, als ich mich umdrehe hinter der Kamera, das Ding schießt jetzt raus wie verrückt. Das ist der Wahnsinn, was das Schätzchen jetzt hier abgeht. Ach, guck mal, jetzt sieht man auch eine Wurzel, sehe ich gerade. Da kommt eine Wurzel raus.
Jo, das ist mal interessant, ne? Ja, okay, dann scheint er es jetzt doch wohl auch geschafft zu haben, richtig zu wachsen nach der Winterruhe, die er gehalten hat, bis zum Sommer. Aber ist ja erst vor kurzem mal ausgetrieben, ist noch gar nicht so lange her. Okay, das mal nur kurz nebenbei. Die Erdnuss, ich glaube, die holen wir mal raus, ne? Das macht jetzt nicht mehr wirklich viel Sinn. Die ist auch jetzt am, ja, ich sag mal so, am Zurückgehen in dem Sinne, ne? Okay. Jetzt aber das Glücksbäumchen. Ach, das macht so viel Freude, ihr könnt ihr mir glauben. Vorhin ist es relativ kühl drin, also etwas über 20 Grad. Ne? Draußen sind es bald an die 30 Grad. Das ist schon schön, guck mal. Guck mal, wie toll sich das Blatt jetzt entwickelt hier. Ne? Das war ja komplett hier gelb gewesen. Und es ist größer geworden, doppelt so groß wie vor ein paar Tagen. Und tatsächlich, das Grün entwickelt sich wesentlich schneller. Das Problem hatte ich bei den beiden Blättern hier, dass sie auch gelb herausgewachsen sind. Und sie haben also einige Wochen gebraucht, um grün zu werden. Hier jetzt nach der neuen Düngung ist es tatsächlich so gegeben, dass das Blatt ganz schnell grün wird und tatsächlich hier oben schon wieder ein neues Blatt herauswächst. Das heißt also, die Nährstoffe, die Pflanze jetzt bekommt, sind ausreichend und vor allen Dingen, ja, ich sag's mal so, tun ihr richtig gut, dass wir das schon mal mitnehmen, ne, für den Dünger in dem Sinne. Oh, das ist schon eine geile Kiste. Das Glücksbäumchen macht so richtig glücklich. Mal gucken, ob ich das jetzt so hinbekomme. Guck mal, das wackelt hin und her. Das ist eine Blüte von einem Sonnentau, von einer fleischfressenden Pflanze, Drosera capensis. Und das hier ist die Alba. Sie blüht auch weiß, wunderschön. Pass auf, kurz gezeigt, sie ist wieder im Wachstum. So, ich habe lange Zeit nur mit Osmosewasser gegossen. Und ja, das Pflänzchen wurde immer weniger und weniger und weniger. Und dann fing an, die Blüten sich zu entwickeln. Dann habe ich das Ganze jetzt wieder gedüngt, mittlerweile zweimal schon, jetzt im Laufe von 4 Wochen. Und man sieht, die Blättchen entwickeln sich wieder kräftig. Gedüngt habe ich hier in dem Fall auch mit Vuxal Universal. Tatsächlich in der gleichen Dosis wie die anderen Pflanzen, also bei ca. 500 Mikrosiemens. Allerdings nur einen kleinen Schluck hinein. Ne? Also nicht das ganze Ding volllaufen lassen, sondern einen kleinen Schluck hinein. Das habe ich zweimal jetzt wiederholt und wir sehen, die Pflanze ist wieder wunderschön am Wachsen. Das so kurz als Update mal zu den Sonnentaupflanzen, weil da gibt es im Moment nicht so viel zu filmen drüber. Von daher nehme ich das einfach mal hier mit rein, dass wir sehen, dass man die Sonnentaupflanzen tatsächlich düngen kann. Man darf es nur nicht übertreiben, aber das wissen wir ja schon. Okay. Kommen wir zu unserem Neuzugang Seemandelbaum. Dieser Baum, ja, wir haben ihn radikal behandelt, wie wir wissen. Wir haben ihn aus der Erde herausgeholt, die Wurzeln sauber gespült und dann ins Vulcatec-Kakteen Premium Substrat überführt und ins Haus gestellt. Okay, so schaut die Pflanze jetzt aus. Richtig lebendig, wunderschön. Sie hat die Blätter hier kräftig ausgebildet hier oben. Richtig kräftiges Grün. Auch hier handhaben wir das so bei diesem Vulcatec-Kakteen Premium Substrat, dass wir anfangs nicht düngen, wenn wir die Pflanzen neu hineinbringen. Ne? Insbesondere natürlich ganz kleine Pflanzen, also Sämlinge und dementsprechend natürlich auch Pflanzen, die wir nur wurzelnackt machen, um sie in dieses Substrat zu überführen. Da werden wir also anfangs oder düngen wir anfangs dementsprechend gar nicht. Warten ein wenig. Na ja, ein paar Wochen, nicht wahr? Da muss er die Pflanze beobachten. Wir sehen jetzt, dass sie wunderschön grün ist, kräftig. Das heißt, irgendwann werden die Pflanzen, die Blätter anfangen, Mangelerscheinungen zu zeigen. Dann fangen wir an zu düngen. Auf gar keinen Fall vorher. Hat sich so gezeigt, dass die Verfahrensweise wesentlich besser ist, als wenn man von Anfang an anfängt zu düngen. Denn überdüngen kann man, wie wir wissen, ganz, ganz schnell. Und von daher ist da Vorsicht geboten. Insbesondere bei Jungpflanzen oder halt nackten Pflanzen in dem Sinne, die man in die Erde überführt. Aber das ist auch allgemein. Denn jetzt nicht nur beim Vulcatec-Kakteen Premium Substrat, sondern auch bei anderen Substraten. Wir haben hier allerdings den Vorteil, sorry, dass ich so schnell rede, ich habe gerade so viel im Kopf, dass dieses Substrat schon Mineralstoffe enthält und die Pflanze tatsächlich schon etwas bekommt. Hier sind Mikrosiemenswerte sehr, sehr gering, aber es ist etwas drin, was der Pflanze gut tut, was sie mit aufnehmen können. Von daher ist das schon mal genialst anzusehen. Okay. Ich freue mich schon richtig auf den Winter, wenn es hier drin richtig losgeht, dass wir neue Sachen angehen können. Auch jetzt machen wir noch neue Sachen, auf jeden Fall. Denn es soll ja auch in diesem Themenbereich spannend bleiben. Bis zum Winter haben wir schon wieder einiges mitgenommen, gelernt gemeinsam. Und von daher wird das natürlich noch praktischer, interessanter, dementsprechend sich um die Pflanzen zu kümmern und vor allen Dingen etwas Neues anzugehen, auch was die Vermehrung, Anzucht angeht von Pflanzen. Ne, da sind wir schon sehr weit gemeinsam gekommen hier. So, ich mache eine kurze Pause, damit ich mal ein bisschen runterkomme. Denn ich habe gerade so viel, ich sag's mal, von hier, ne, vom Herzen nach oben. Das ist so genial. Also das macht richtig viel Freude heute. Und von daher, ne, gleich sehen wir uns wieder. Jackfruit. Okay, cut him.
So, stopp. In dem Sinne, ich mache gleich Pause, weil das muss ich jetzt eben noch ganz schnell fertig machen, damit ich das aus dem Kopf habe. Das ist unser Jackfruit-Bäumchen oben aus dem Haus. Lol, wir sind sowieso im Haus, nicht wahr? Aber oben halt bei uns in der Küche. Am hellen Fenster steht auf dem Boden, so wie jetzt. Ne? Also der obere Bereich bekommt Licht, der untere Bereich dementsprechend nicht. Steht relativ nah am Fenster. Momentan sind die Heizung noch nicht an, ist das kein Problem. Später müssen wir anders reagieren. Nur, dass wir das schon mal mitnehmen. Das Jackfruit-Bäumchen, wie das wächst. Ne? Dass wir das mal sehen. Ne? Es ist also mega gewachsen. Er verzweigt sich oben wunderhübsch, richtig schick anzusehen. Das ist sehr interessant, auch diese Pflanze zu beobachten. Wir gießen sie mit Leitungswasser, düngen sie alle paar Wochen im Prinzip. Heute werden wir sie wieder düngen, werden uns den Wurzelbereich ansehen. Denn das ist mega interessant bei diesem Bäumchen, dass es so kräftig wächst in solch einem kleinen Topf. Das ist also genialst anzusehen und wir werden heute einen Rückschnitt machen. So leid es mir tut, aber ne, wir wollen etwas lernen. Und weiter geht's. Dann schauen wir uns jetzt mal den Kronenbereich an hier von der Jackfruit, von dem Jackfruit-Bäumchen, Jackfruchtbaum. Genial. Guckt ihr euch mal an, wie hübsch das anzusehen ist. Ne? Schönes, kräftiges Grün auch hier. Das zeigt sich zur anderen Seite, weil wir drehen das Ding einfach ab und zu im Raum, weil ist normal. Ne? Wenn du sauber machst und so, dann steht die Pflanze mal woanders hin und dementsprechend steht sie mal so rum, mal so rum, mal so rum mal mehr am Licht. Und deswegen ist das jetzt halt so gegeben, dass die Blätter unterschiedlich in den Richtungen liegen. So, hier oben ist eine neue Knospe aufgegangen. Interessanterweise zeigt sich jetzt, ich versuche es mal zu erklären. Hier war eine Knospe, die ist herausgewachsen und gleichzeitig hat sich ein Seitentrieb entwickelt. Ne? Also das Bäumchen wächst auch seitlich dementsprechend jetzt so. Dann ist es auch gerade nach oben gewachsen, jetzt hat sich eine Knospe gebildet, diese Knospe öffnet sich jetzt und genau das gleiche passiert wieder. Ein Seitentrieb entwickelt sich und ein Haupttrieb, also bekommen wir dementsprechend noch wieder einen Seitenast dazu und das andere wächst weiter nach oben. So, abschneiden. Denkste, nee. Lebe nicht. Das Schätzchen werden wir mit Sicherheit nicht abschneiden. Aber weißt du was, wir haben ja noch ein paar andere Bäumchen davon. Von daher können wir damit dann jetzt den Versuch starten, tatsächlich Stecklinge zu machen und im Wasser zu bewurzeln. In reinem Wasser, wie die anderen Sachen auch, denn das funktioniert tatsächlich am einfachsten. Kann tatsächlich auch monatelang dauern, aber es funktioniert. Und darauf kommt es ja an. Okay, das ist also echt mega hübsch. Ach so, jetzt kann ich auch mal kurz den Unterschied sagen zu dem Seemandelbaum. Ich sagte dir, Blätter sind rau hier unten runter, oben drauf sind sie glatt. Beim Seemannenbaum sind die Blätter unten rau und oben rau. Also da haben wir so einen kleinen Unterschied schon mal, dass wir also sicher sein können, dass Seemannenbäumchen auch ein Seemannenbaum ist, weil vom Abwachstum her war es anfangs hier sozusagen, als wenn es tatsächlich ähnlich oder gleich wächst halt wie unser Jackfruit-Bäumchen. Aber tatsächlich ist es so, dass die Blätter oben drauf hier glatt sind und unten drunter rau dementsprechend. Ne? Und beim Seemannenbaum ist das halt oben drauf auch richtig rau. So, ja, dann holen wir uns mal ein Schätzchen und machen den mal Kopf kürzer. Unser kleines Wäldchen, ja, wir damals die Samen reingepackt, die wir zu viel hatten und nicht mehr genau wussten, was wir damit machen. Ne? Auch die wachsen wunderbar. Hier im Kakteen Premium Substrat im Anstockverfahren. Das klappt so genial. Ist schon cool, ne? So, auch hier kräftiges Grün. Das ist jetzt die erste Pflanze. Das sind ja drei hier. Die eine entwickelt sich etwas dominanter. Und die hat tatsächlich jetzt oben auch schon geteilt, gelapptes Blatt in dem Sinne. Das wird sich dementsprechend auch hoffentlich so weiterentwickeln von Anfang an. Von daher werden wir da jetzt einfach mal versuchen, einen Steckling von zu machen. Der Trieb ist ausgereift, also nicht weich oder dergleichen. Jetzt müssen wir mal gucken, wie viele Blätter behalten wir denn. Eins, zwei schneiden wir ab, würde ich sagen. Ne? Blattstiel lassen wir dran. Das kennen wir ja schon. Dann schneiden wir unterhalb des Einblattes hier einfach so 2 cm drunter her. Ja, und dann würde ich sagen, stellen wir das Schätzchen einfach ins Wasser und mal sehen, ob und wann das Ding hier Wurzeln macht. Nicht das Ding. Das Jackfruit-Köpfchen in dem Sinne. Ne? Und dann können wir auch beobachten, wie das Ganze jetzt hier weitergeht. Ach, das ist ja cool. Da können wir noch was mitnehmen. Pass mal auf. Moment. Das wusste ich auch noch nicht. Hier kann man sehr schön sehen, hält das so scharf, ja, Milchfluss ist hier gegeben. Ne? Also das ist schon mal interessant zu sehen. Das Weiße, was hier herauskommt, also nicht, nein, Weiß kann ja nicht durchsichtig sein, aber es ist tatsächlich ein milchiger Saft. Das ist mal interessant, ne? Dass wir das auch schon mitnehmen. Das heißt, wir werden das erstmal ins Wasser stellen und warten, bis das vorbei ist und dann neues Wasser nehmen dementsprechend. Ne? Dass dieser Milchsaft nicht mit im Wasser bleibt, das könnte kontraproduktiv sein. Ne? Okay. Auch hier an der Schnittstelle von der Pflanze können wir sehen, dass ein milchiger Saft heraustritt, der ist klebrig. Ja, einfach nur mal so zum Mitnehmen. Ich lasse das jetzt so, im Normalfall würde ich das abtupfen oder so, aber ich möchte es einfach mal so lassen, mal zu gucken, was sich da entwickelt. Von daher lassen wir es einfach mal so.
So, gut, dass ich hier gerade mal hochgehoben habe. Ich zeige euch zum Vergleich mal das andere Jackfruchtbäumchen, das wir hier in diesem Tongranulat haben. Auch das funktioniert genial. Hier fülle ich unten immer so ein bisschen Wasser rein, bis es alle ist, und dann gieße ich wieder ein bisschen Wasser rein. Hier in dem Fall reines Osmosewasser, damit ich halt auch so einen Vergleich habe. Ne? Wie düngen wir die Pflanzen? Weißt du es noch? Ne, nicht die, sondern diese hier. Nur diese, wirklich nur diese. Und zwar mit diesem, war das jetzt das Richtige hier? Ja, Hausplant Mystic Spray. Einfach mal, um zu gucken, wie die Pflanze damit zurechtkommt, sich entwickelt. Und bisher sieht das gut aus. Ne? Blätter sind kräftig grün. Sie hat noch keine gebuchteten Blätter, wie wir es jetzt hier haben. In dem Sinne hat sich aber schon verzweigt, hat ein kräftiges Grün. Und von daher sieht das soweit ganz okay aus. Ne? Also wie gesagt, auch das geht tatsächlich. Ne? Jetzt muss ich hier allerdings auch wieder... Guck mal, ich habe den Gießkanne hier stehen, dann mache ich das jetzt mal eben. Bevor ich das gleich vergesse, dann kann ich den wieder zurück auf den Boden stellen. Der steht also nicht direkt unter Zusatzbeleuchtung, der steht hier auf dem Fußboden einfach rum. Ne? Da ist dann ein bisschen Wasser unten drin und dann wieder für ein paar Tage versorgt. Ne? Aber ab und zu sollte man nochmal nachgucken, ne? Nicht vergessen. So, ich stelle den einfach hier unten hin und dann wird er stehen. So, das Schätzchen habe ich jetzt erstmal hier ins Wasser gestellt. Gieße hier Wasser raus. Und dann kommt hier neues Wasser rein. Wie gesagt, bei diesem Saft, da weiß ich nicht, inwieweit das Wasser reagiert. Weißt du? Es kann nämlich sein, dass es anfängt zu gammeln. Und das ist natürlich nicht so gut. Und von daher nehmen wir reines Wasser. Ganz, ganz wichtig. So. Ja, jetzt muss ich gleich noch beschriften, wann wir das gemacht haben. Und dann lassen wir uns überraschen, wann das Schätzchen Wurzeln macht. So, okay, dann kommen wir nochmal zu einem großen Jackfruchtbäumchen, denn hier ist jetzt natürlich die Frage, wie sieht es denn im Topf aus, beziehungsweise die Wurzeln. Vorteil ist, wir können es ja sehen. Wir hatten ihn ja auch schon zurückgeschnitten im unteren Bereich, also im Wurzelbereich, glaube ich, zweimal sogar schon. Ich hoffe, dass ich mir nicht unter die Decke klatsche, die Knospen nicht abbreche. So, schaut das Ganze jetzt aus. Ach, den habe ich ja schon zurückgeschnitten, lol. Okay. Wann habe ich das denn gemacht? Hatten wir das vor kurzem schon mal gefilmt? Bin ich mir gerade nicht ganz sicher. Okay, also brauchen wir hier nichts zurückschneiden. Dann haben wir das schon gemacht. Also jetzt mache ich, bekommt jetzt Wasser mit Nährstoffen und dann wandert das nach oben wieder und wird regelmäßig oder fortlaufend mit Leitungswasser gegossen. Okay, dass wir das mitnehmen für die Pflanze hier, wie wir das so handhaben. Haben wir den echt zusammen schon zurückgeschnitten? Okay. Ja, kannst du mal sehen, bei so vielen Pflanzen, ne? Kann man schon was vergessen. Ach so, jetzt kommt noch was Besonderes, Interessantes. Moment. Please just wait a moment. Das macht richtig viel Spaß. So, ganz kurz erzählt, ich habe jetzt hier Osmosewasser genommen, habe das aufgedüngt mit Vuxal Universal auf ca. 700 Mikrosiemens und damit das Ganze befüllt. Und ca. 1 Liter Wasser sind hier reingegangen. Und beim nächsten Mal, in ein paar Wochen, 2-3 Wochen oder so, werde ich das wiederholen. Aber wie gesagt, das mache ich immer sporadisch. Ich beobachte die Pflanze auch, sehe sie ja auch, wie sie am Wachsen ist. Wir sehen, sie wächst wunderbar. Und das Coolste, was wir jetzt mitnehmen können, ist also tatsächlich, dass wir einen Wurzelschnitt machen können, ohne dass die Pflanze leidet. Das war so kräftig hier hineingewachsen in den Topf. Müssen wir dann wohl doch gemeinsam gemacht haben. Ne? Naja, ist halt ein bisschen viel im Moment. Aber nichtsdestotrotz können wir das verfolgen und das ist das Schönste hier im Kanal. Ne? Von daher diese Serie. So, okay, sammel dich. Jetzt kommen wir zu dem Wasser von dem Trockner. Um mal zu gucken, wie die Stecklinge darauf reagieren. Das ist so ein kleiner Start, ne, um zu gucken, was wir mit dem Trocknerwasser überhaupt machen können. So schauen jetzt die Stecklinge aus von den Sternfruchtbäumchen, die wir gemacht hatten und hier dann ins Wasser, Kondenswasser von dem Trockner hineingepackt haben. Dort war ja ein sehr starker Geruch von Parfüm und dem gleichen drin gewesen. Auch der Geschmack war eher nicht so gut, ne? Nicht gesund. Okay, wir haben sie dann trotzdem hineingestellt und wir sehen, es geht ihnen richtig gut. Befinden sich sogar im Wachstum. Duft ist ein bisschen... Nee, also wirklich riechen kann man jetzt nichts mehr. Wasser ist auch zum Teil schon verbraucht worden, ist schon weniger geworden und wir sehen, den Pflanzen geht es richtig gut. Dass wir das so schon mal mitnehmen, Wasser auffüllen, logischerweise werde ich dann wieder aus dem Kondenstrockner das Wasser nehmen, um das fortlaufend halt damit die Pflanzen zu versorgen in dem Sinne, um mal zu gucken, wie sie darauf reagieren. Aber bis jetzt würde ich sagen, klappt das ganz gut, ne? Ja, so sehen die anderen Schätzchen aus, die wir im Osmosewasser bewurzelt haben vor langer Zeit. Das ist ja nun schon, ne, vom 7.6. etwas länger her. Hat ja wunderbar funktioniert. Und jetzt wollen wir mal gucken, ob das auch im Kondenswasser von dem Trockner funktioniert. Ich denke mal, es könnte klappen. Also bis jetzt sieht es richtig gut aus. Gut, es ist jetzt 19.8. Jetzt noch nicht ganz so lange her, fast eine Woche. Ja, aber
Doch, also bis jetzt bin ich sehr zuversichtlich, dass es klappt. Also den Pflanzen geht's gut. Da ist also nichts dran zu merken in dem Sinne. Ne? Okay, werde natürlich weiter verfolgen, ganz klarer Fall. Ja, manchmal lohnt es sich doch einfach mal Versuche zu machen. Ne? Wer weiß, wer weiß, wer weiß. Okay. Ich bin ja mal gespannt, ob wir noch mehr Zuschauer für die exotischen Pflanzen oder allgemein Zimmerpflanzen und tropische Pflanzen und hast du nicht gesehen, interessieren können, Interesse wecken können. Das wäre natürlich genial. Das klappt natürlich nur, wenn ihr das natürlich weitererzählt, dass es hier so etwas zu sehen gibt. Ne? So, wir nehmen mit heute, ganz wichtig, bei diesem Langzeitdünger, Mikrosiemenswert, was hatte ich gesagt, 500, 600, was war das gewesen, ne? Wir sehen also, Nährstoffe werden langsam tatsächlich abgegeben. Das können wir jetzt nach und nach mitnehmen. Verfolgen das natürlich weiter. Ich werde es immer wieder mal nachmessen zwischendurch. Und dann dementsprechend sehen wir, wie sich das innerhalb eines halben Jahres entwickelt. Dass wir dann sehen, was Tatsache gegeben ist. So, ich mache jetzt Feierabend. Weiß Bescheid. Winke, winke. Bis ganz bald hier im Reich der Pflanzen. Und wie wir sehen, auch Sukkulente kann man tatsächlich in der Selbstbewässerung halten. Es klappt wunderbar. Das ist so genial mit diesem mineralischen Substrat gepaart mit der Selbstbewässerung. Ist eine geniale Sache, alter Schwede. Aber bin ich froh, dass wir das damals angegangen sind. Dadurch ist also die Welt der Zimmerpflanzen, der exotischen Pflanzen, ja, wesentlich einfacher geworden. Ne? Und Verhalten düngen, langsam, immer nur ein bisschen, ist besser als too much auf einmal. Ach so, kurz angesprochen bei dem Jack-Fruchtbäumchen. Wenn sich dort schwarze Flecken entwickeln auf den Blättern, das hatte ich auch gehabt bei einer Pflanze, die wir jetzt vorhin gesehen haben, bei der ganz große. Das war zu der Zeit gewesen, als ich noch nicht gedüngt hatte. Da hatte tatsächlich, wurden die Blätter relativ blass und dann dementsprechend entstanden so schwarze Flecken auf den Blättern, Punkte in dem Sinne. Das hat sich aber, nachdem ich angefangen habe, das Ganze zu düngen, reguliert. Wir sehen, die Pflanze ist kräftig im Wuchs, wunderschönes Grün, sehr interessante, schöne, kräftige Blätter, die sich entwickeln. Ja, okay, dann würde ich sagen, wir sehen uns später mal. Die Erdnuss, soll man die jetzt mal rausnehmen aus dem Pott oder nicht? Weil da tut sich eigentlich nichts mehr vom Wachstum her. Da ist Stillstand, Ebbe. Ich meine, gut, ist ja sowieso ein Versuchsding gewesen, mal zu gucken, ob wir die Erdnüsse zum Keim bringen, wie sie wachsen und dergleichen. Dass wir dann in diesem Jahr schon mal so ein bisschen lernen fürs nächste Jahr dementsprechend. Draußen haben wir ja auch eine Erdnusspflanze im Hochbeet drin. Mal gucken, wie die sich entwickeln. Da können wir dann Ende des Jahres auf jeden Fall was von mitnehmen, wie wir das dann vielleicht nächstes Jahr besser starten können, um die Erdnüsse tatsächlich so wachsen zu lassen, dass wir auch ernten können. Das ist ja Ziel der ganzen Sache. Okay, abgesehen davon natürlich, die Pflanzen zu beobachten, wie sie sich entwickeln, ist natürlich auch wunderschön, logischerweise. So. Genug gelabert, weißt du was? Ja, soll man die Erdnuss jetzt rausnehmen morgen oder nicht? Weil es soll ja auch wieder heiß werden. Wenn es so heiß ist, dann filme ich doch lieber drin. Das ist ein bisschen erholsamer. Ne? Weil wenn du draußen in der Hitze rumstehst, ist man nicht so einfach für mich. Von daher werde ich das so handhaben, dass wir jetzt die Tage hier drin noch so ein bisschen was machen. Wir wollen mal gucken, ob wir ein paar mehr Zuschauer kriegen, die das auch interessiert. Ne? Ich meine, mittlerweile ist ja. Ja, ich sag's mal so, doch schon einiges hier zu sehen, ne? Und fortlaufend natürlich zu erfahren, wie sich alles so entwickelt. Okay? Bis denn, ciao, ciao.